Gib das schlechte Gewissen auf. Kommentar zum 452. Vers von Vivekachudamani. Shankara schreibt: Das Karma dieses Lebens aus der Zeit vor dem Erlangen der Selbsterkenntnis löst sich mit der Erkenntnis nicht auf, ohne seine Früchte getragen zu haben. Genauso wie ein abgeschossener Pfeil unaufhaltsam auf sein Ziel zugeht. Es gibt drei Phasen des Karmas. Und in diesen Phasen spricht Shankara auf unterschiedliche Weise über die drei Arten des Karmas. Agami-Karma, das Karma, das du jetzt schaffst durch deine Handlungen und durch dein Denken und Fühlen. Sanchita-Karma, das Karma, das aufgespeichert ist. Und als drittes Prarabdha-Karma, das Karma, das dabei ist, Früchte zu tragen. Im Moment der Erleuchtung durch Atmanjana-Erkenntnis des Selbst, durch Nirvikalpa-Samadhi, hört die Vorstellung auf, dass du der Handelnde bist und du hast das Ziel deines Lebens erfahren, du brauchst also nicht die Konsequenzen deines Handelns mehr zu erreichen. Du schaffst kein neues Agami-Karma mehr. Und so heißt es, dass mit der Erleuchtung das Agami-Karma verbrannt wird. Als zweites gibt es das Sanchitta-Karma. Das Sanchitta-Karma ist der Speicher des Karmas. Das, was du schon verursacht hast, was aber noch nicht eine Wirkung gezeigt hat. Dieses Karma verbrennst du auch mit der Erleuchtung. Aber es gibt ein drittes Karma, das Karma, das dabei ist, Früchte zu tragen. Dieses Karma wird noch auf dich zukommen und wird dir die verschiedenen Umstände geben. Das Beispiel, das Shankara gebraucht hat, ist das Beispiel des Pfeiles. Du könntest sagen, Pfeile in den Köcher zu legen ist Agami-Karma. Im Köcher die Pfeile zu haben ist Sanchitta-Karma. Wenn aber der Pfeil mal losgelassen wurde, wird er weitergehen, bis er seine Kraft verliert. Jetzt mit Agami-Karma legst du keine neuen Pfeile mehr in den Köcher. Es werden auch keine neuen Pfeile mehr abgeschossen. Aber die Pfeile, die abgeschossen worden sind, die werden noch ankommen. Du brauchst ja deshalb aber kein schlechtes Gewissen zu machen und brauchst auch keine Angst zu haben vor dem Karma. Wenn du weißt, dass du Brahman bist, was macht es, wenn diesem Körper etwas Schlimmes passiert? Wenn du weißt, du bist eins mit dem Unendlichen, was machst es, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen? Es spielt alles keine Rolle. Du bist das unsterbliche Selbst, der Atman. Mache dir keine Sorgen.